Hallo liebe BVB-Fans, hallo Dennis. Ich muss mich natürlich auch in der Sommerpause gesund ernähren und deshalb habe ich einen Auftrag für dich. Zauber mir doch bitte etwas aus Hähnchen, Süßkartoffel und Reis. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Lieber Roman, vielen Dank für deine Nachricht und deinen Rezeptwunsch. Diesen erfülle ich dir natürlich gerne, aber du hast dir Hühnchen, Süßkartoffel und Reis gewünscht. Zweimal Kohlenhydrate, das geht nicht. Und das Gemüse hast du scheinbar irgendwie auch vergessen. Deswegen mache ich für dich heute einen Limettenhuhn mit einer gratinierten Süßkartoffel und knusprigen Blumenkohl. Dazu gibt es noch eine leichte Avocado. Als erstes starten wir mit der Süßkartoffel. Dann schneiden wir die Enden ab und dann wird sie halbiert. Jetzt nehmen wir ein Blech aus dem Backofen und machen auf das Blech etwas Olivenöl. Darauf kommt etwas Salz und etwas Pfeffer. Die Süßkartoffel legen wir jetzt mit der Schnittfläche auf das Blech. Denn wir wollen, dass die Süßkartoffel gar wird und nicht, dass sie Farbe bekommt oder knusprig wird von oben. Denn wir wollen sie ja hinterher noch gratinieren. Das geht jetzt bei 180 Grad in den Ofen. So circa so dick wie die sind, würde ich sagen 40 Minuten, dann sind die fertig. Den Blumenkohl marinieren wir jetzt mit ein bisschen Sesamöl, ein bisschen Curry, ein bisschen Sesamsaat, gerne nur die helle. Wenn man die schwarze Sesamsaat nehmen würde, dann würde die Farbe auf den Blumenkohl übergehen und dann hätte der Blumenkohl überall so schwarze Stippen, weil der schwarze Sesam sehr oft gefärbt ist. Dazu kommt noch etwas Chicken Masala, das ist ein marokkanisches Gewürz, das sehr, sehr gut zum Blumenkohl passt. Wenn der Blumenkohl die Marinade aufgenommen hat, schieben wir das Ganze zu den Süßkartoffeln in den Ofen. Der Blumenkohl geht jetzt bei 180 Grad in den Ofen und braucht so circa 15 bis maximal 20 Minuten. Als nächstes machen wir unser Hühnchen. Bei dem Limettenhuhn ist es ganz wichtig, dass wir das Hühnchen mit ein bisschen Limette marinieren und mit dem Abrieb der Zeste und dann kurz kühl stellen. Das heißt, wir nehmen die Brüste und beträufeln die mit etwas Limette. Dann reiben wir etwas von der Limettenzeste über die Hühnchen. Für die Guacamole nimmt man eine Tomate. Diese vierteln wir und schneiden das Kerngehäuse raus. Einige Köche machen es auch so, dass sie vorher noch die Tomate blanchieren und die Haut abziehen, aber dann wird sie ein bisschen matschig. Und ich mag es lieber, wenn die Tomate ein bisschen Biss hat und wenn die noch ein bisschen knackig ist. Deswegen lasse ich die Schale gerne dran. Zwiebeln machen wir ebenfalls in kleine Würfel. Etwas Knoblauch. Und eine Chili. Als nächstes kommt die Avocado und da habe ich noch einen Küchentipp für euch. Oft habe ich eine Avocado aufgeschnitten und sie war braun, weil man es nicht richtig erkennen konnte. Aber es gibt zwei Sachen, woran man es sehr gut festmachen kann. Zum einen ist es die Farbe, man sieht es bei den beiden schon. Die eine ist sehr dunkel und die andere ist noch etwas grüner. Wenn man sie anfasst, dann merkt man, dass die eine schon recht matschig ist, was auf jeden Fall darauf hinweist, dass sie innen drin braun sein wird. Sie darf nicht zu hart sein, weil dann kriegen wir sie auf kein Brot gelegt, geschnitten oder zerdrückt. Dann ist es ganz einfach, die Avocado auszuhöhlen. Man schneidet sie auf, um den Kern drumherum, kann man sie aufdrehen und man hat eine wundervolle grüne Avocado. Jetzt schneide ich in den Kern rein und löse den einmal an. Um die Avocado nun perfekt auszuhöhlen, nehme ich einfach einen Löffel. Dann brauche ich nicht schälen oder sonstiges machen, sondern ich kann sie in einmal wunderbar aushöhlen. Jetzt kann ich die Avocado entweder zerdrücken oder sie schneiden. Wichtig ist nur, dass man sie direkt mit Zitrone beträufelt.
denn dadurch verhindert man, dass die Avocado braun wird. So hat man sie auch noch in 10, 20 oder 30 Minuten wunderschön grün auf seinem Brot. So, wenn man die Avocado zerdrückt hat, dann gibt man ein bisschen Olivenöl dran. Ein bisschen Pfeffer. Salz. Und ganz wichtig, Limette. Dann kommen unsere Zwiebeln und der Knoblauch dazu. Und die Tomate mit dem Chili. Alleine die Farbe ist eigentlich schon ein Traum. Ich mache immer ganz gerne noch ein bisschen Minze mit rein. Das gibt immer so eine gewisse Frische. Als erstes braten wir jetzt unsere Kikok-Hähnchenbrust. Wichtig ist, dass wir die zuerst auf der Haut anbraten, damit diese knusprig wird. Dann holen wir unsere Süßkartoffeln aus dem Ofen. Diese sind jetzt gar, sodass man sie wunderbar aus der Schale löffeln kann. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Salz auf die Kartoffeln und ein wenig Pfeffer. Dann kommt der Emmentaler auf die Kartoffel. Die Süßkartoffel kommt jetzt in den Ofen. Und zwar bei Grillfunktion, damit der Käse obendrauf schön gratiniert. Ich habe den Ofen auf 240 Grad und es dauert so 4 bis 5 Minuten. Zum Ende hin gebe ich zu dem Hühnchen gerne noch etwas Rosmarin und Thymian. Dann kommen die ätherischen Öle aus den Kräutern und das Hühnchen nimmt den Geschmack schön auf. So, jetzt können wir auch schon anfangen anzurichten und ich hole die Süßkartoffeln aus dem Ofen. Auf die Süßkartoffel kommt jetzt unsere wunderbare Guacamole. Den Blumenkohl geben wir über die Süßkartoffel den Teller. Zuletzt haben wir unsere Kikok-Hähnchenbrust, die wir noch mit an den Teller geben. Um die Frische noch etwas herauszuheben, geben wir zum Schluss noch ein bisschen Limettenzeste und etwas Olivenöl. Mein lieber Roman, wenn du jetzt noch deinen Reis vermisst, dann weiß ich es auch nicht mehr. Das Gericht sieht besser aus, als ich es mir hätte vorstellen können. Und schade, dass du es nicht probieren kannst. Aber ich habe mir heute einen besonderen Tester eingeladen. Dennis, grüß dich. Hallo. Nobby, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe mich gefreut. Wenn der Meister ruft und gekocht hat, dann bedeutet das für mich natürlich sofort losfahren. Und ich bin gespannt, was es heute gibt. Und sehe. Oh. Ja, ich habe versucht, die Wünsche vom Roman umzusetzen. Deswegen habe ich eine gratinierte Süßkartoffel mit Guacamole, Ofenblumenkohl und einem wunderschönen Limettenhuhn. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Oh, perfekt. Limettenhuhn. Wie macht man sowas? Ich habe das vorher mit Limettenzeste und Limettensaft eingelegt, dass es ein bisschen sauer wird. Und dann halt schön auf der Haut gegrillt. Und mein Favorit ist übrigens eigentlich die Süßkartoffel. Ja? Roman hat mich ja gefragt, Süßkartoffel und Reis. Da habe ich gesagt, nee, wir können nur eins machen. Süßkartoffel habe ich noch nicht so oft gegessen und bin jetzt wirklich gespannt. Traumhaft. Ach, butterweich, ganz wunderbar. Guacamole. Das freut mich. Also kann ich so vorsetzen, sagst du. Also wenn es das im Restaurant geben würde, ich würde da wieder hinfahren. Boah. Übrigens, das wird sich jetzt ein bisschen verzögern, weil ich den ganzen Teller aufessen werde. Nachfolgende Sendungen verschieben sich um ca. 25 Minuten. Und wenn ihr das nachkochen wollt,
blenden wir die Rezepte gleich ein. Viel Spaß!